Hoi miteinander. Heute habe ich eine grosse Ehre, und zwar von Bern ist heute Petar Majstorovic da. Wir machen miteinander einen Film und es ist für mich eine grosse Ehre. Aus dem Grund auch, weil er für mich zu einer lebenden Legende gehört. Er hat in Japan schon gekämpft, ist ein enger Freund von Andy Hook und möchte vor der Kamera Hoi sagen, Petar. Schön, dass du da bist. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Für die Hauptstadt von der Schweiz hierher zu uns. Danke vielmals. So, wir starten jetzt mit einem lockeren Sparring und dann ist aufwärmen. Und nachher werden wir dann zur Choreografie übergehen. Und danke vielmals fürs Zuschauen. Kannst du vielleicht einmal oder deine Motivation sagen, wie du es geschafft hast, so lange aktiv zu bleiben? Also, ich habe ja das Gym, oder? Ja. Und dann habe ein paar junge Kämpfer und ich tue die immer noch trainieren, tue mit denen noch Sparring machen und eigentlich wollte ich mich auch mit denen messen oder nicht schlechter sein als die. Ja. Und das tut mich eigentlich schon so recht motivieren, muss ich ehrlich sagen. Sowieso begeistert von deiner bescheidenen Art, oder? Weil die bringt eben schlussendlich an selber weiter und auch die Leute, die um sich herum sind, oder? Also das ist etwas, oder? Wie eine Kerze, die brennt und wo das Licht weitergibt, oder? Also ja. Ich finde das genial. Ja, aber du, also ich weiß nicht, ob ich bescheid bin oder nicht, ich bin so, wie ich bin. Das ist ja super, ja. Teil finden mich gut, Teil finden mich schlecht, so ja. Ist das im Leben. Ja. Also für mich, vom Feeling her, muss man denken, vom Altersunterschied her, also ich bezeichne ihn als grosser Bruder. Unsere Zeiten sind nämlich anders gewesen, von der Wettkampf her und auch vom Schwergewicht her. Und aus dem Grund ist mir einfach eine riesengroße Ehre, um mit dir überhaupt gegen dich überhaupt können kämpfen. Oder? Das ist einfach ein schönes Gefühl für mich, weil es ist etwas, wo gerne möglich ist. Oder? Und es ist vor allem eine Kampfszene daraus machen, wo nachher auch für Kinder und Jugendliche noch eine Motivation ist und wo als Erinnerung nachher festgehalten wird, ist natürlich eine ganz tolle Sache. Und danke für die Möglichkeit, dass du gekommen bist. Danke vielmals. Wie fühlst du dich? Also, du hast jetzt Liechtenstein gesehen, jetzt beim Herrenfahren und so. Wie findest du Liechtenstein? Ich bin das erste Mal in Liechtenstein. Das ist sehr schön da. Das erste Mal? Ja. Zum Glück habe ich dich eingeladen, oder? Ja, genau. Genau. Super. Aber ich finde es super, dass du die Sachen so erlebst, oder? Dass du die Negativseite siehst und trotzdem für dich eben der Weg, dass du den Weg gehst, wie du es selber richtig findest, oder? Ja. Ja, du, wie du vorhin gesagt hast, im Leben gibt es Höchst und Tiefs, ja. Aber ich meine, egal, Höchst, Tiefs, du musst dich selber bleiben, weißt? Du musst dein Zeug weiterführen, du musst wenn du etwas Schlechtes erlebst, musst nicht die anderen schlechte Zeit ergeben. Ja, du musst gleich deine Positivität behalten, positiv bleiben. Als Gute denken, weil das Negative, das bringt dir gar nichts. Richtig. Bringt dir nur noch mehr Negativität. Ja. Oder? Ich glaube auch daran, dass jeder ein Potenzial hat. Oder? Und dass jeder sich an seinem Potenzial schaffen sollte. Und das sollte eigentlich der Fokus sein. Oder? Und wie gesagt, egal von welcher Sportart du redest, ist überall so. Der Andy Hook zum Beispiel, der hat am Samstag Kampf gehabt. Wir sind ausgegangen bis um 6, 7 Uhr am Morgen, Sonntag. Die ist heimgekommen, schlafen am Ende, ist schon wieder gut trainieren. Ja. Ich denke halt, wenn man wirklich das Feuer in sich, also wenn man das Feuer in sich entdeckt hat, die Leidenschaft, oder? Dann kann man wirklich, dann ist es einfach etwas anderes. Und schön wäre einfach, eben, um diese Leidenschaft zu entdecken, braucht es, haben wir auch schon geredet, Geduld, oder? Dass Leute können in 2 Monaten gut werden können, aber wenn sie Geduld haben und an dem Weg arbeiten, dann gibt es nachher auch einen anderen Genuss, oder? Ja. Sagen, du bist ja viel leichter als ich und viel kleiner. Du hast mir immer das Ziel vor den Augen weggenommen. Und das ist ja genau das. Genau so muss man es eigentlich machen. Oh, danke. Das machen eben die wenigsten. Also ich habe es wirklich bei sehr wenigen bis jetzt erlebt. Ja. Also super gewesen, habe ich ja schon vorhin gesehen. Danke vielmals. Ist für mich eine Ehre, so ein Kompliment zu erhalten.
Ich bin jemand, der viel nachdenkt und ich habe viele grosse Sportler und auch Meister analysiert und geschaut. Und für mich habe ich eigentlich früher eigentlich einen Weg sehen, weißt, an was wo möchte ich mich orientieren, wie möchte ich am Schluss den landen oder wohin will ich denn gehen. Oder weil ich viele aktive Kämpfer gesehen habe, haben wir auch schon geredet, die noch nur aktiv sind, oder? Die nur noch Coach sind im Hintergrund, aber selber nur aktiv. Und ich habe gesehen, ganz klar, der Weg kommt für mich nicht in Frage, oder? Ich möchte aktiv sein. Und somit ist eben zum einen entstanden, dass ich meine Energie vom Sport eigentlich in die Kunst transferiert habe. Das ist die Kampfkunst, wo eine alte Erfahrung dahinter steckt, aber neu belebt. Oder? Das ist einmal wichtig mit der Erfahrung, mit der Kampferfahrung vor allem. Und auf der anderen Seite auch einfach eine neue Plattform, wie zum Beispiel die Fight sind mit dir als Unterstützung, wo wir eigentlich noch, sagen wir, das Feuer, wie als ob wir auf einem Turnier wären, noch leben lassen. Ja, ja, ja. Und eben das andere Film mit der Stadt sind für mich zwei wichtige Projekte, wo für mich einfach eine Bedeutung haben, wo ich sage, weil ich mich immer auf der Kamera sehe, tue, und auch weil ich meine Schüler sehe und so, ist für mich so wie eine Aufgabe, eine Verantwortung, ich muss fit bleiben. Oder weil es, ja, ist, genau, oder es ist, genau. Oder es ist selber eine Plattform geschaffen, wo man sich selber mit sich selber misst. Ja, oder? Ja. Aber ich finde, das, was du machst, ist brutal aufwendig. Also, das ist Chapeau. Das ist aber danke vielmals, das ist für mich eine grosse Ehre, von dir das zu hören. Ja, ich finde das super cool, ja, ich habe schon gesehen. Also, ich finde es wirklich mega. Es ist aber eine riesige Arbeit. Also, aber wie gesagt, ich selber könnte das nicht mehr werden. Das ist zu aufwendig. Man braucht natürlich auch ein gutes Team, ich habe eine tolle Unterstützung. Wenn du keine Unterstützung hast, schaffst du es nicht. Allein schaffst du es nicht. Egal was du machst. Es ist so. Allein schaffst du es nicht. Das muss. Es gibt auch die Leute, die sagen, ja, ich habe alles allein gemacht. Ja. So ein Scheiß. Oder nein, das ist irgendwie nervt. Das hast du nicht so etwas gehört. Ich sage, hey, Kollege. Es hat so viele Leute im Hintergrund wahrscheinlich von dir geholfen. Hey. Ja, genau. Und ohne dich hast du es nie geschafft. Ist so. Es ist einfach so. Ist wirklich so. Also die Kampfkunst immer, oder? Verstand, Körper und Seele, oder? Die drei Einheiten, die man im Budokan, wo ich auch betone, oder? Aber die Ausgeglichenheit und auch, sagen wir, auch Gesundheit von denen ist wichtig, oder? Dass man wirklich auf das achtet. Oder? Und, ja. Und dann denke ich mir, es sollte nichts im Weg stehen, oder? Genau. Weil ich finde jetzt eben nochmal, in dem Bereich, wo du zum Beispiel kämpfst, da kann jeder etwas sagen, aber die Plattform zum Kämpfen ist die gleiche. Also dort musst du kämpfen gehen. Aber das Problem ist, Karate tut sich separieren, Karate ist so, Judo ist so. Am Ende denkst du aber, wenn du jetzt einen Kampf anschaut hast, wo wir haben auch schon darüber geredet, oder? Wenn du jetzt MMA anschaut hast, dann brauchst du einfach mehrere Sachen, die du einfach können musst. Oder? Und, und was mir einfach beim MMA fehlt, ist einfach der Waffenpart. Er fehlt, aber es ist ja gerne ihr Zeug, das ist schon klar. Aber rein in meinem System habe ich einfach versucht, drei Distanzen vom Kampf, lang, mittel, kurz, wie auf der Wand siehst, lang, mittel, kurze Waffe und noch Distanzen zu integrieren und so zu trainieren. Und dass ich auch selber für mich eben, mich weiterentwickeln kann in den verschiedenen Distanzen. Ja, und dass ich auch mit den Leuten trainieren kann, was willst du, Bodenkampf, dann machen wir das, du willst Kickboxen, machen wir das, du willst Karate, machen wir das. Und das gibt mir auch Freiheit und Flexibilität und auch Motivation. Zumindest ist mein Motto, dass alle wieder mit einem Lächeln gehen. Das ist wichtig. Ja, das ist super. Danke vielmals. Danke dir.